Herzlich willkommen zu meiner neuen Serie Bildung mit Sonny. Heute lernen wir die Grundrechnungsarten. Wenn ihr schon alles darüber wisst, dann sage ich bis zum nächsten Mal, tschüss. Wenn ihr aber noch nicht alles darüber wisst, dann fangen wir am besten sofort an. Die vier Grundrechnungsarten, Teil 1 von 2. Es gibt vier Grundrechnungsarten. Die Addition, das Verb heißt addieren, die Bezeichnung lautet Plus und das Symbol sieht so aus. Die Subtraktion, subtrahieren oder Minus, das Symbol sieht so aus. Die Multiplikation, multiplizieren oder mal, so sieht das Symbol aus. Die Division, dividieren, geteilt durch. Und so sieht unser Symbol aus. Bevor wir uns näher damit beschäftigen, möchte ich euch den Wundermann zeigen. Wer ist der Wundermann? Das ist der Mann, der plötzlich verschwindet. Magie! Seht her! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nun wechseln wir die Kärtchen einfach aus. So, und zählen unsere Männer nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, da fehlt doch einer. Tja, was ist nun richtig? Was ist falsch? Manchmal gibt es nicht nur eine Wahrheit. Bedenkt dies stets, wenn ihr euch das nächste Mal die Nachrichten anseht oder Zeitung lest. Kommen wir jetzt aber zur Addition. Bei der Addition werden Dinge zusammengezählt. In dieser Woche war ich 3-mal einkaufen. Am Montag habe ich 5 grüne Äpfel gekauft, am Mittwoch 8 rote und am Freitag 4 gelbe. Wie viele Äpfel habe ich insgesamt gekauft? 5 plus 8 plus 4. Also 5 plus 8 sind 13 plus 4 17. Das war nicht so schwierig. Noch ein paar einfache Beispiele. 120 plus 12 ist 120 plus 10 ist 130 plus 2 132. 88 plus 9 ist 97. 3 plus 18 plus 22 ist 3 plus 18 oder 18 plus 3 ist 21. 21 plus 22, 43. Schwieriger wird es allerdings, wenn wir größere Zahlen zusammenzählen müssen, also addieren. Mein Freund spielt in einer Band. Er ist Musiker und in diesem Monat hat er 5 Konzerte in 5 verschiedenen Städten gegeben. In Wien waren es 632 Menschen, die sein Konzert besucht haben. In Graz waren es 412, in Salzburg 301, in Linz 189 und in Eisenstadt, waren es nur 35. Tja. Wie viele Personen haben nun aber insgesamt seine Konzerte besucht? Da ist es nun besser, wenn wir die Ziffern nicht nebeneinander aufschreiben, sondern untereinander. Jetzt beginnen wir die hinteren Zahlen von oben nach unten
zusammenzuzählen. Das Ergebnis schreiben wir dann unter den Strich. 2 plus 2 ist 4 und 1 ist 5 und 9 ist 14 und 5 ist 19. 19. Wir schreiben 9 und merken uns die Ziffer 1. Diese rechnen wir zur nächsten Kolonne. Also 1 plus 3 ist 4, plus 1 ist 5, plus 8 macht 13, plus 3 macht 16. Auch hier schreiben wir die Ziffer 6 darunter und merken uns 1. 1 plus 6 ist 7, plus 4 ist 11, plus 3 ist 14, plus 1 15. 15. Jetzt schreiben wir die Ziffer 15 unter den Strich. Unser Ergebnis lautet somit 1569. Das bedeutet, dass in diesem Monat 1569 Personen auf den Konzerten von meinem Freund waren. Tja, ihr könnt dies mit allen Zahlen machen. Versucht es einfach. Subtraktion. Kommen wir nun zur Subtraktion. Das bedeutet, dass wir von einer Zahl eine andere Zahl abziehen, also subtrahieren. Unser Betrag wird also weniger. Jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, wird unser Geld weniger. Gestern hatte ich noch 12 Euro. Dann habe ich mir ein Menü für 7 Euro gekauft. Wie viel ist mir dann noch übrig geblieben? 12 minus 7 ist 6. Ich hatte danach nur noch 6 Euro. Auch hier ist es nicht so schwierig, wenn es sich um kleine Beträge handelt. 20 minus 4 ist 16. Als Kontrolle rechnet einfach 16 plus 4. Das muss dann wieder 20 ergeben. Noch ein paar kleine Beispiele. 69 minus 8 ist... 9 minus 8 ist 1... 61. 302 minus 101 ist... 201. 35 minus 12 ist... 23. Das war jetzt schon ein bisschen schwieriger, oder? Aber jetzt wird es ganz kompliziert. Nein, nicht so schlimm. 25.342 minus 8.507. Wichtig ist nur, dass ihr die Ziffern genau untereinander schreibt. Dann fragt man, 7 und wie viel ist 12? Denn 2 geht ja nicht, denn die Ziffer 2 ist kleiner als 7. 7 und 5 ist 12. Wir schreiben also die Ziffer 5 unter den Strich. Da bleibt jetzt wieder die Ziffer 1 übrig. Die merken wir uns und zählen sie gedanklich zur 0 dazu. Also 1 und wie viel ist 4? 1 und 3 ist 4. Wir schreiben somit die Ziffer 3 unter den Strich. Jetzt bleibt nichts übrig und wir können ganz normal weiterfragen. 5 und wie viel ist 13? 8. Die Ziffer 8 kommt also unter den Strich. Wir merken uns wieder den Zehner, also 1, und zählen diesen zu 8 dazu. Unsere Frage lautet 9. Und wie viel ist 15? 9 und 6 ist 15. Der Sechser kommt unter den Strich. Den Einser von 15 merken wir uns und fragen erneut. 1 und wie viel ist 2? 1. Und da haben wir auch schon unser Ergebnis. 16.835. Üben wir das gleich nochmal mit 2 weiteren Beispielen. 8.933 minus 1.291. 1 und wie viel ist 3?
1 und 2. 9 und 4 ist 13. Bleibt 1. 1 und 2 ist 3 und 6 ist 9. 1 und wie viel ist 8? Und 7. 7.642. 214.780 minus 8.507. 7 und wie viel ist 10? Und 3. Bleibt 1. 1 und wie viel ist 8? 7. 5 und wie viel ist 7? 2. 8 und wie viel ist 14? 8 und 6. Bleibt 1. 1 und wie viel ist 1? 0. Tja, und den Zweier schreiben wir einfach darunter. 206.273. Kleine Pause? Okay, geht aufs WC, esst etwas und wir sehen uns im zweiten Teil. Dann geht es um die Multiplikation und die Division. Bis gleich!